Die Weinrebe wurde in Südmähren wahrscheinlich von den römischen Legionären im 3. Jahrhundert nach Christus eingeführt. Das belegt der Fund eines Winzermessers aus dieser Zeit auf einem Hügel unter den Pollauer Bergen. Archäologen haben auf dem mährischen Gebiet eine ganze Reihe von anderen Messern ausgegraben, die ebenfalls zur Pflege von Rebstöcken bestimmt waren. Sie stammen aus der Zeit des Großmährischen Reiches und zeugen davon, dass die alten Slawen den Weinbau kannten und pflegten. Eine bekannte Legende aus dem Jahr 892 nach Christus berichtet vom Wein aus Mähren, den der Fürst Svatopluk dem böhmischen Fürsten Bojivoj anlässlich der Geburt seines Sohnes Spitichnev schenkte. Jener Wein war von solcher Kraft, dass seine Opfergabe an die Göttin der Fruchtbarkeit einen derart mächtigen Regen auslöste, dass die in Böhmen herrschende Dürre restlos gebannt wurde. Zu Beginn des Mittelalters hatten die Klöster einen großen Einfluss auf die Entfaltung des Weinbaus in Mähren. Durch ihr Wirken entstanden an geeigneten Orten statt vereinzelter Weinrieden einheitliche Weinbauflächen, die sich besser vor Schaden und Diebstahl schützen ließen. Wein wurde zweifellos auch für das Prämonstratenserkloster Rosa Coeli in Dolní Kounice angebaut. Bis heute gedeiht der Wein in diesem Städtchen in der Nähe von Brünn bestens. Besonders die St. Laurentius-Rebe, die auf dem hiesigen Kiesboden günstige Bedingungen vorfindet. Im 13. Jahrhundert entdeckten die Brünner Stadtbürger den Weinbau für sich und legten sowohl in unmittelbarer Nähe der Stadt als auch in den ländlichen Gegenden Südmährens Weinberge an, wo sie Setzlinge aus Österreich oder dem noch weiter entfernten Rheinland einführten. Moravěnko, Moravěnko, ty jsi rodná země, z tebe jsem se narodil a už jsi navždy ve mně. Durch das Privilegium aus dem Jahr 1243 erteilte der König Wenzel I. der Stadt Brünn das Meilenrecht. Alle Handwerker, Händler und Gastwirte, die eine Konkurrenz für die städtischen Gildeberufe darstellten, durften sich erst in einem Mindestabstand von einer Meile ansiedeln. Dadurch gewannen die Brünner Bürger ein Monopol auf den Anbau und Verkauf von Wein innerhalb der Stadt. Der Wein diente nicht nur der Erquickung des Geistes und als unabdingbarer Bestandteil der christlichen Gottesdienste, sondern galt auch als Heilmittel. Besonders in Zeiten von Choleraepidemien wurde Wein auch als Desinfektionsmittel für verunreinigtes Wasser eingesetzt. Wein und Bier wurden so zu immer häufiger genossenen Getränken. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Weines in Mähren war der Erlass des Bergrechts. Eine Sammlung von Vorschriften, die den richtigen Umgang mit Wein, seine Verarbeitung und die Pflege der Weinberge regelte. Kaiser Karl IV. Bot den Winzern eine große Unterstützung, indem er sie für 12 Jahre von Steuern und Abgaben befreite, wenn sie einen neuen Weinberg anlegten. Der Markgraf Jan Jindřich wiederum verhängte strenge körperliche Strafen für Traubendiebe. König Wladislaw II. Von Jagiellonien ordnete 1497 eine fachliche Verkostung von Weinen an, bevor diese zum Verkauf angeboten wurden. Kaiser Rudolf II. Schätzte die sortenreine Herkunft und den Geschmack der mährischen Weine derart, dass er die Vermischung mit ausländischen Sorten verbot und die Einfuhr ausländischer Weine einschränkte. Ah!
Der 30-jährige Krieg brachte die Entfaltung des Weinbaus in Mähren eine Zeit lang zum Stillstand. Doch schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatten die Winzer wieder gut Leben. Zu dieser Zeit wurden gemischte Weinsätze gepresst und nach dem Ort ihrer Abstammung benannt. Ein gängiger Wein war der Moravin, eine Rosé-Mischung aus weißen und blauen Trauben. Sortenreine Weine trank man selten. Hochgeschätzt war der Silvaner, damals noch unter dem Namen Moravka. Die Keller unter den Weinschenken und Häusern der Brünner Winzer konnten die produzierten Weinmengen irgendwann nicht mehr beherbergen und wurden ohne Beschränkungen in alle Richtungen unter öffentliche Plätze erweitert. Aus dieser Zeit stammt auch der weitläufige Weinkeller des Prämonstratenserklosters im heutigen Brünner Stadtteil Sabrdowice, der bis heute als Weinarchiv genutzt wird. Die Tradition des Weinbaus erhielt sich in Südmähren trotz zahlreicher Schädlinge, wie der Rebläuse oder der sozialistischen Agrarwirtschaft bis heute. Und die Weinorte florieren. Wein ist ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, das in Mähren oft mit Volksfesten einhergeht. Rummel- und Kirrtage, Weinlesefeste, Erntedankfeste und ähnliche Anlässe bieten immer auch eine Gelegenheit, ausgesuchte Weine zu verkosten. Ein Radausflug zwischen den Weinrieden bietet eine wunderbare Gelegenheit, die sanften Hügel der südmährischen Landschaft in vollen Zügen zu genießen. Markierte Radwege verbinden die einzelnen Weinorte mit sehenswerten Aussichtsplätzen. In Südmähren gedeihen vor allem Weißweine, die auch international immer mehr Anerkennung finden. Der grüne Veltliner, ein grüngelber Wein mit dem Duft nach Mandeln, gedeiht besonders im nördlichsten Weinbaugebiet, dort, wo während der Napoleonischen Kriege die berühmte Schlacht bei Austerlitz stattfand. Andere, für Mähren typische Weinsorten, sind der Weißriesling und der Welschriesling, der edle Weißburgunder, der Chardonnay sowie der aromatische Muscat Otonel. Alle Sorten sind natürlich wärmstens zu empfehlen. Die besten Anbaulagen sind der Sauvignon-Rebe vorbehalten. Eine weit verbreitete Sorte ist auch der Müller-Thurgau, der oft zur Herstellung des Martini-Weins verwendet wird. Immer beliebter sind die Martini-Weine.
Junge Heurigenweine, leicht, aromatisch, mit niedrigem Alkoholgehalt. Die ersten Flaschen dieses Weines werden am Feiertag des heiligen Martin entkorkt, der auch ein Schutzpatron der Winzer ist. Doch der heilige Martin ist nicht der einzige, der über der Ernte eines jeden Winzers wacht. Häufig werden in diesem Zusammenhang auch der heilige Urban, der heilige Wenzel, der heilige Bartholomäus und Johannes der Täufer verehrt. Ein beliebtes Getränk ist auch der Sturm, ein zum Teil vergorener Weinmost, der den Höhepunkt der Weinlese ankündigt. Im heutigen Brünn haben die Stadthäuser die echten Weinberge schon längst verdrängt. Erhalten blieben sie trotzdem, in den Namen der Stadtteile und ihren Gassen. Weinlokale und Restaurants, in welchen Spitzenweine aus Südmähren verkostet werden, gibt es in Brünn jedoch reichlich.